Erst die Zulassung war vollkommen unbedenklich. Dann ruderte man zurück, weil ernsthafte Nebenwirkungen aufgetreten sein könnten. Und jetzt kommt der Impfstoff zurück, wahrscheinlich aber mit einem Warnlabel, dass er für bestimmte Bevölkerungsgruppen doch zu ernsthaften Nebenwirkungen führen könnte. Hallo und herzlich willkommen zurück an dieser Stelle aus Düsseldorf. Wir möchten mit Ihnen versuchen, das medienbestimmende Thema dieser Woche ein bisschen einzuordnen. AstraZeneca. Sie haben vielleicht gehört, 17 Fälle sind mittlerweile aufgetreten von sogenannten Sinusvenenthrombosen, also Verschlüssen im Gehirn, die im engen Zusammenhang mit der Impfung stehen könnten. Es gibt ein erstes Forschungsteam, das dort einen Zusammenhang sehen möchte. Nun, Sie haben auf der einen Seite diejenigen, die sagen, wir müssen in dieser Krise jedes Leben schützen. Und ausgerechnet, diese Menschen sagen jetzt, aber wir können doch viel mehr Menschen schützen, wenn wir trotzdem weiter impfen und gegebenenfalls in Kauf nehmen, dass diese schweren Nebenwirkungen bei einigen wenigen auftreten. Das ist eine extrem gefährliche Art zu argumentieren und in diese Richtung möchte sich eigentlich niemand begeben. Und auf der anderen Seite sind es genau die gleichen Personen, die sagen, wir müssen jetzt alle Schulen schließen oder aber wahrscheinlich die Schulen nur öffnen mit diesem neuen Schnelltest. Einmal die Woche kann die Landesregierung Nordrhein-Westfalen aktuell gewährleisten, dass die Schüler getestet werden. Bei einem Test, der einen sogenannten positiven prädiktiven Wert bzw. einen negativen prädiktiven Wert hat, der zwar den Münzwurf schlägt, aber wenn Sie schon ein Marmeladenbrot von der Tischkante stoßen, hat das Marmeladenbrot eine eher Wahrscheinlichkeit, auf der richtigen Seite zu fallen, als der Test Ihnen das richtige Ergebnis liefert, dann ist das kein Testregime. Dann haben Sie maximal eine gefühlte Sicherheit durch diesen Test und in der Altersgruppe zwischen 0 und 18 sind in Nordrhein-Westfalen bisher 4 Personen zu Tode gekommen. Und bei diesen Personen ist überhaupt nicht klar, ob es sich auch hierbei um Menschen gehandelt hat, die schwere Vorerkrankungen hatten, also gegebenenfalls überhaupt nie eine Schule besucht haben, was eher wahrscheinlich ist in dieser Altersklasse. Das heißt, mit diesem Test an dieser Stelle werden Sie 0 Personen das Leben retten. Und auf der anderen Seite nehmen Sie in Kauf, dass Menschen schweren Schaden erleiden durch eine Impfung. Das ist eine Diskussion, die ist fast sinnbildlich für das, was gerade in der Politik passiert. Sie sind getrieben von der Öffentlichkeit, sie sind getrieben durch eine öffentliche Meinung, aber selten stehen sie auf der Faktenseite und überlegen klug, wo sie mit Einsatz der Mittel, die sie haben, die meisten Menschenleben tatsächlich retten können, wie es in der Epidemiologie meistens, nein, fast immer der Fall ist. Sie müssen immer überlegen, wo sie die Ressourcen am besten einsetzen können in einem Gesundheitssystem, was chronisch einen Ressourcenmangel hat. Und wenn wir so weitermachen, wenn wir jetzt dann vielleicht die Kinder jeden Morgen testen, wenn jeden Morgen ein Vertrauenslehrer ein Stäbchen in die Nase ihres Kindes einführt, dann traumatisieren sie an dieser Stelle nicht nur Kinder, sondern sie begeben sich dann auch in Richtung eines Hygieneüberwachungsstaates, wo sie nur noch in ein Geschäft kommen, wenn sie auf ihrem Handy einen Unbedenklichkeitsausweis mit sich führen. Also wenn Sie ganz genau hinhören, dann hören Sie an der Stelle Edward Snowden in Moskau wahrscheinlich vom Stuhl fallen. Denn das ist eine Zukunftsvision, die möchte niemand. Und während ich Sie jetzt mit diesen nachdenklichen Gedanken alleine lasse, begebe ich mich zurück ins Büro und berechne mal, wie viele Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion noch im Amt sein werden bis zur Bundestagswahl, wenn wir ein exponentielles Wachstum dieser Korruptionsvorwürfe haben. Vielen Dank.